Moin allerseits, ich bin Sven von outdoorminimalist.net und ich möchte euch heute ganz gerne mal so einen kleinen Trick, wie auch immer, zeigen. Auf jeden Fall eine Aufbaute mit dem Poncho, mit dem Regenponcho, der gerade für die Hängematte extrem praktisch ist. Und zwar als eine Art Vordach, kann man sagen. Das ist gerade dann praktisch, wenn man beispielsweise mit dem Biwaksack zum Beispiel in der Hängematte schläft und man möchte sich für den Kopf einfach nur noch ein bisschen Schutz bauen, wenn es einfach nur so ein bisschen dröbbelt und man muss sich jetzt nicht ganz geschützt haben. Oder wenn man so ein bisschen Sonnenschutz oder Schatten durchaus haben möchte, wenn man sich einfach mal am Tag irgendwo mit der Hängematte hinhaut. Und natürlich, wenn es richtig ordentlich schüttet und das reguläre Tarp sowieso schon drüber ist. Das ist ja meistens dann so in einer A-Form da drüber oder in einer Art Diamantform, wenn es dann mit den Spitzen ist. Und gerade dann, wenn man so richtig Schiedwetter hat und das Tarp eben steht, sind ja die Stirnseiten trotzdem bei der A-Aufbaute eben geöffnet. Und da kann immer mal so ein bisschen was reinkommen, was einfach die beiden Spitzen von der Hängematte eben nass macht und vor allem so ein bisschen was ins Gesicht regnet und so. Und an dem Punkt ist eben auch der Poncho sehr, sehr praktisch, weil man da sich in die Richtung quasi das zumachen kann. Und gerade der Aufbau des Ponchos, da wirklich ideal ist, das auch entsprechend so zu nutzen. Und man baut sich da wirklich die komplette Seite komplett zu. Und das möchte ich euch ganz gerne mal heute zeigen, weil ich habe da bisher noch keine Videos gesehen, die das so aufgebaut haben, aber ich habe auch nicht alle Videos auf YouTube gesehen, aber bisher habe ich das tatsächlich noch nicht gesehen, deswegen wollte ich euch das ganz gerne mal zeigen, weil ich dachte mir, das ist für den einen oder anderen von euch ja ganz praktisch. Ihr wisst, das ist immer so eine meiner Intentionen, dass das Video auch irgendwie Nutzen hat und da kann ich mir vorstellen, dass das dass es seinen Nutzen hat. Aber ich lege jetzt direkt mal los. Also hier an der First würde grundsätzlich das Tarp hängen. Das lasse ich jetzt natürlich weg, weil ihr sonst nicht sehen würdet und auch für mich wäre das sehr schwer zum Zeigen. Deswegen denkt euch, dass das Tarp hier wäre. Und dann zeige ich euch eben die Aufbaute mit dem Poncho als Abschottung zu einer Seite hin. Bei der Variante kann man einen vermeintlichen Nachteil des Ponchos, nämlich die Kapuze, wirklich reell auch einsetzen. Ich zeige euch gleich mal, was ich meine. Was ihr jetzt machen möchtet, ist die Mütze hier durchfriemeln, also das Loch der Mütze nutzen. Und so, hier haben wir die Mütze. Hängen die Matte halt aus, logischerweise, sonst komme ich da nicht durch. Greif einfach durch, zack. Befestige die Hängematte ganz normal wieder. So. Jetzt kann man hier nämlich diagonal arbeiten. Und zwar schnappe ich mir jetzt eine Ecke von dem Poncho. Meine hat hier eben Ösen drin, hatte ich ja schon mal erzählt, favorisiere ich. Ist auch wieder ein weiterer Grund, warum das praktisch ist. Ich habe hier jetzt nur sehr, sehr viel Schnur. Die brauche ich an der Stelle nicht, weil ich das jetzt eben an der First befestigen möchte. Deswegen improvisiere ich mit einem Prusik. Und da ich meine lange Schnur nicht auseinanderschneiden möchte, mache ich hier einfach eine große Schlaufe rein in die lange Schnur. Und dann kann ich das genauso verwenden. Prusik habe ich euch gezeigt, zeige ich euch jetzt mal nicht im Detail. Da habe ich ein extra Video zu gemacht. Ist saupraktisch, gerade um das Tarp eben zu befestigen, ist das wirklich super. So, schön oft rum, dass es auch fest ist. So, jetzt hängt hier natürlich unten was runter, aber das könnt ihr nachher ja wieder hochbinden und entsprechend befestigen. Aber dann braucht ihr eure Schnur nicht zerschneiden, wenn ihr nur im kurzen Prusik braucht, aber gerade keine Schlaufe zur Verfügung hat. Das nur so als kleinen Tipp nebenbei. So, ich schnappe euch die Spitze von dem Poncho. Geht entsprechend hier mit eurer gerade geschaffenen Schlaufe durch. Ein Stück Holz einfach genommen wieder. Zack. Da habt ihr die Fixierung. Na dann, ich gehe hier ein bisschen rüber. Und wie ihr seht, habe ich jetzt die andere Ecke hier unten einfach am Baum befestigt. Ich schiebe euch mal kurz hoch, an dem auch die Hängematte befestigt ist. Jetzt gehe ich rüber zur Kapuze. Die Kapuze ist sowieso noch hier vorne und ich habe hier die Bänzel dran, das heißt, ich ziehe die jetzt einfach schön zusammen, zack, und wickel hier einfach einmal rum, einfach nur, dass da nichts verrutschen kann. So. Braucht gar nicht zu fest sein, weil wir jetzt gleich die anderen Seiten natürlich auch abspannen.
Und so seht ihr, wie weit das geht. Also es geht bis zur Mitte rüber. Wenn ich das hier reinlege. Bin ich bis hier oben und vor allem zur Seite nochmal richtig geschützt. Aber was eben das Besondere ist, ist, dass auch nach hinten komplett alles dicht ist und in die Richtung halt einfach ja, kein Wind reinkommen kann, kein Regen reinkommen kann, sondern ist wirklich die Seite die einzige, die offen ist. Also ihr seht wirklich, ja, der Wind schiebt jetzt natürlich zur Seite. So, ich drücke mal kurz die Hängematte runter. Aber ihr seht, dass halt zu dieser Seite alles komplett dicht ist. Und gerade, wie gesagt, wenn der Wind von der Seite kommt, habt ihr da nochmal richtig gut alles zugemacht. Auch was das Abtarnen angeht, habt ihr so natürlich nochmal einen zusätzlichen Sichtschutz. Gerade wenn kein dicker Baum an den Stirnseiten ist, hat man natürlich sonst direkt einen Blick hinein. Gerade wenn man zum Beispiel, was weiß ich, man liest irgendwas im E-Book-Reader, man ist am Smartphone umgangen, was auch immer, auf jeden Fall ein grelles Licht, ist man natürlich von der Seite immer sehr, sehr gut zu sehen. Wenn ihr den Schutz davor habt, dann ist auch das nochmal wieder zu. Wie gesagt, ist nur so eine Kleinigkeit, die ich euch jetzt gerne mal zeigen wollte, die ich sehr praktisch finde, die man auch verschieden wieder aufbauen kann. Das ist jetzt auch nur wieder eine Variante. Es ist hier alles gerade relativ eng, wie ihr auch gesehen habt wahrscheinlich. Das Ganze ist natürlich, wenn die Bäume weiter auseinander sind, könnt ihr auch den Poncho wieder anders spannen, dann könnt ihr den Poncho höher. Ich habe jetzt auch die First relativ niedrig, also da könnt ihr variieren, wie ihr eben möchtet. So hat der Poncho halt wieder einen weiteren Vorteil oder einen weiteren praktischen Nutzen. Vor allem, weil man diese Variante, wie ich es jetzt gezeigt habe, aufbaut, nachdem das Tarp schon steht. Sprich, das macht man wirklich komplett, wenn man schon im Trockenen ist, nur um diese Seite eben abzudichten. Und wenn man dann später das Tarp wieder abbauen möchte, kann man zuerst den Poncho lösen, zack, zieht sich den an und hat halt wieder seinen Regenschutz an. So geht also die Funktion des Ponchos als Schutz nicht verloren, wenn man auf- und abbaut. So, das soll es aber gewesen sein. Und ja, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, ab in die Kommentare mit, wisst ihr wie immer. Wenn euch das Video gefällt, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben oder auch, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Und ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal, ne?